Zurück auf der A8 bei Zöllner Andreas E. und seinem Kollegen Peter H. Ein Kleinbus aus Bosnien hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Als erstes kontrollieren sie die Papiere des Fahrers. Es war ein bosnischer Kleinbus, vorne mit dem Schild drin, also dass der Linienverkehr ist. Da war der Abgangsort in Bosnien gestanden und war Frankfurt am Main. Und dann fängt halt die Kontrolle normal so an, dass man einfach nach die Buspapiere fragt, nach der Linienverkehrsgenehmigung, Steuerbescheinigung und so. Und dann ist das einmal bustechnisch einmal so weit erledigt. Danach geht's ans Eingemachte. So, was haben wir? Zigaretten dabei? Ich habe eine Stange. Eine Stange? Nix. Und die Personen? Irgendwer Zigaretten dabei? Meine Kollegin, zwei, Zigarre. Zwei Stück. Zwei Stangen. Uns zwei. Drei Schaube. Unsere zwei. Zwei? Zwei. Sonst nichts. So, dann wenn Sie mir alle bitte aussteigen. Das wollen sich die Beamten näher anschauen. Aus Nicht-EU-Ländern ist nämlich nur eine Stange pro Person erlaubt. Und nicht jeder hält sich daran. Das sind Ihre Zigaretten. Der Busfahrer hat sich an die Regeln gehalten und nur eine Stange mitgebracht. Aber was ist mit den anderen? So, wenn's da einmal rausgehen aus dem Bus, dann müssen wir's da bewegen können. Bei einer Durchsuchung müssen alle Personen aus Sicherheitsgründen genügend Abstand halten. Während Andreas den Innenraum durchforstet, kümmert sich Peter um das Gepäck. Das sind Süßigkeiten. Schokolade, ja, so knapper Zeug. So, die Keksschachteln, die sind aber ganz interessant, die sind gerne mal präpariert. Aber diese scheinen es nicht zu sein. Peter kommt Andreas jetzt zur Hilfe, denn der hat eine merkwürdige Fracht entdeckt. Eine Tasche voller Bohnen. Und darunter kommen Schachteln über Schachteln an Zigaretten zum Vorschein. Dann schütten wir es aus. Schütten wir es aus? Ja, schütten wir es aus. Die Zöllner wühlen sich bis auf den Grund der Tasche durch. Zwischen unzähligen Kilo Bohnen fördern sie noch mehr Zigaretten zutage. Auch der Busfahrer kann kaum glauben, was hier alles zum Vorschein kommt. Zigarettenstangen, eingewickelt in Unterhosen und so. Ich schätze mal, so 3-4 Stangen werden es sein. Das wären somit 2 oder 3 Stangen zu viel. Und im Bus hat Andreas eine weitere herrenlose Stange entdeckt. Auf dem letzten Platz, ganz hinten unter dem Sitz. Wenn die auch noch dazugehört, wird es teuer. Wir waren da hinten rechts gesessen. Hinten rechts. Da haben wir her. Komm. Der Busfahrer holt eine alte Frau aus der Menge. Auf den ersten Blick keine potenzielle Schmugglerin. Oder etwa doch? Ihre Tasche, oder? Ja. Ah, okay. Und die Zigaretten gehören auch Ihnen da? Ja. Okay, gut. Haben Sie noch. Lassen. Haben Sie noch eine andere? Nur die Tasche noch? Nein. Ja, da gehen wir runter. Und sonst kein Bagage mehr? Hat sie nur einen Koffer oder eine Tasche? Die Tasche und die Tüte. Was für Tüte? Wo ist die Tüte? Die Tüte noch gestern. Diese. Die Tüte da. Okay. Schauen wir dann an. Nein, da sind die alle nicht. Hast du die auch so da? Ja, ich hab kurz reingeschaut, aber jetzt muss ich noch mit rein. Das ist ganz aus. Okay, dann können wir wieder zurückgehen. Mal warten. Die Oma ist auf frischer Tat ertappt. Das Gepäck gehört ihr auch noch hier. Vorher habe ich gerade so, aber jetzt natürlich genauer. Zum Vorschein kommen wieder jede Menge Bohnen, doch diesmal ohne Zigaretten. Aber diese Menge genügt ohnehin schon. Nachdem der Zollbeamte die Schachteln aufgereiht hat, kommen summa summarum 5 Stangen dabei heraus. Eine Stange hat sie frei und für 4 Stangen muss sie jetzt Abgaben bezahlen mit einem Zuschlag. Pro Stange gut 20 Euro. Und damit hat die Frau noch Glück. Also wenn es jetzt, sagen wir mal, 1 oder 2 Stangen mehr gewesen wären, hätte man Anzeige geschrieben. Also so, das ist dann so. Weil dann die Abgaben so hoch sind, dass man dann eine Anzeige macht. Aber wenn jetzt nur bei den 5 Stangen, weil eine Stange muss man hier so und so freilassen. Und dann zahlt sie halt für 4 Stangen jetzt die Abgaben. Und dann kann sie die Zigaretten auch mitnehmen. Andreas will sie über die Strafe aufklären. Doch das ist gar nicht so einfach. Sie wohnen ja in Rosenheim. Hören Sie ein bisschen was? Ja? Sprechen Sie kein Deutsch? Nicht Deutsch. Nicht Deutsch, okay. Ja, sie muss für 4 Stangen, eine Stange ist frei und 800 Stück muss sie bezahlen.
Das will die Frau aber nicht. Sie versucht's lieber mit einem Trick. Auf der Strafe für die Zigaretten wird sie wohl oder übel sitzen bleiben. 84,04 € muss sie bezahlen. Das ist Zoll und einfach Umsatzsteuer und ein Zollzuschlag dazu. Also das Doppelte, weil es nicht angemeldet wurde. Viel Geld für die alte Frau. Sie befürchtet offenbar schon Schlimmes. Andreas zeigt ihr den Betrag. Sie hat kein Geld. Dann warten wir so lange, bis sie ihr Geld hat. Nicht du. Die Zigaretten kann sie mitnehmen, wenn sie bezahlt. Alles. Wie? Sie kann die Zigaretten mitnehmen? Da ist die alte Dame schnell bei der Sache und packt die Schachteln schon mal wieder ein. Die Frau kramt in ihrer Tasche und zieht dann doch endlich ein paar Geldscheine hervor. Haben wir Geld. Wunderbar. Mit 20-Euro-Scheinen zahlt sie die Strafe ab und will dem Zöllner zu viel geben. Der lehnt aber dankend ab und die Frau ist überglücklich. Danke. Ja, das ist ja nur die. Das ist jetzt nicht billiger geworden, das ist nur ein anderer Schein. Ja, ja. Und dann fängt die alte Dame auch noch an zu weinen. Und nicht mehr unter den Bohnen, gell? Nicht mehr unter den Bohnen. Die alte Frau scheint ihre Tat zu bereuen. Gleich, Moment. Sie kriegen ja noch ihr Geld zurück. Danke. Ja, ja. Die Frau ist dem Zöllner extrem dankbar. Andreas kann es sich allerdings selbst nicht erklären, warum. Wahrscheinlich hat es irgendeinen Rechenfehler, weil ich habe ja praktisch, sie hat 4 20-Euro-Scheine hergegeben und wollte mir dann einen 5. 20-Euro-Schein hergeben, es wären 100 Euro gewesen. Und ich habe dann gesagt, es reichen 10 Euro. Es ändert aber nichts, dann sind es halt nur 90 Euro. Es ist also 84 Euro bleiben, aber sie hat halt durch das gemeint, jetzt, dass ich ihr nicht einen zweiten 20-Euro-Schein nehme, einen weiteren, dass sie mehr bezahlen muss. Muss jetzt sagen, ist irgendein Rechenfehler oder so. Immer noch zu Tränen gerührt, will sie Peter jetzt auch noch Trinkgeld geben. Das kann der Zöllner natürlich nicht annehmen. Ja, der Unterschied ist, weil die Tabak. Unterm Strich hat die alte Frau jetzt mehr bezahlt, als wenn sie die Zigaretten gleich in Deutschland gekauft hätte. Gelohnt hat sich der Schmuggel für sie definitiv nicht.